Hallöre und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video mit den Wildgänsen. Red Wine Lover 17 heute in der Kagero zusammen mit seinem Buddy Freigeist, der in der Georgia spielt. Ein Basis-Over-Match auf der Atlantik. Und ja, in diesem Spiel sieht man sehr gut, wie effektiv das Besetzen von Flächen sein kann. Also wir sprechen da jetzt von Area Denial, darauf habe ich die Kagero geskillt, möglichst viele Torpedos in möglichst kurzer Zeit zu schießen, einfach um eine gewisse Zone im Match, in dem Fall hier diesen ja, Norden sozusagen oder Nordosten, zu besetzen und damit zu verhindern, dass gegnerische Schlachtschiffe, Zerstörer, Kreuzer, was auch immer, weiter fortkommen. Natürlich, ganz wichtig, damit das funktioniert, muss die andere Seite, also in dem Fall unser Südwesten, auch entsprechend etwas dazu beitragen. Denn die müssen dafür entsprechend vorwärts kommen, damit das alles einen Sinn hat. Weil wenn wir hier nur Schiffe aufhalten, ohne dass etwas passiert oder wir Schiffe vom Bord nehmen können, ja, wird es natürlich wenig nutzen im Endeffekt. Das passiert hier im Südwesten sehr gut. Wundert mich auch nicht. Wir haben da zufällig zusammen mit einem Clan-Kollegen von uns gespielt, Jamuic, der weiß, was er tut. Und ja, schaut es euch an. Wir sehen hier schon sehr viele Schlachtschiffe, die vor uns sind. Und ja, was wollen Schlachtschiffe nicht? Richtig, Torpedos fressen. Deshalb funktioniert diese Taktik jetzt am Anfang schon mal recht gut. Wir sehen hier in der Mitte eine Benson aufpoppen und machen natürlich das, was man macht, wenn man einen Zerstörer sieht. Wir schießen darauf, aber aus relativ sicherer Entfernung. Haben jetzt leider nichts dazu beigetragen, aber unser Zerstörerfreund hat das wirklich sehr gut gemacht und konnte sehr schnell ein äußerst gefährliches Gunboot aus dem Spiel nehmen, das gerade uns als Torpedoboot natürlich wirklich sehr zugute kommt. Das muss man ehrlich sagen. Mit dem Schiff hätten wir große Probleme bekommen, vor allem wenn es eben tatsächlich dann jetzt irgendwann durchgebrochen wäre. Das hätte uns ordentlich den Arsch aufgerissen, wie man so schön gut sagt. Ja, wir arbeiten uns wieder ein bisschen weiter vor, in der Hoffnung, die gegnerischen Schlachtschiffe weiter nach hinten drängen zu können. Also bisher ist ja der Push dieser relativ starken Seite eigentlich, also sind da 1, 2, 3, 4, 5 gegnerische Schiffe, völlig ausgeblieben. Und ja, wir hoffen, dass das weiter so bleibt, weil viel Platz haben sie nicht mehr. Werden da leider vom Flugzeugträger gesichtet. Der Gegner macht das ganz gut, also schießt sofort auf mich. Wir haben aber zum Glück nur nicht einmal 2000 Lebenspunkte verloren, also das ist jetzt nicht wirklich tragisch. Da sehen wir schon, langsam aber sicher kommen die Schlachtschiffe wieder vorwärts. Das heißt, es wird Zeit für uns, eine neue Torpedo-Salve abzufeuern, um eben sie weiter daran zu hindern, da jetzt vorzukommen. In der Zwischenzeit farmt der Freigeist in der Georgia ordentlich Schaden, dann kommt er in eine halbwegs gute Position und macht, was er natürlich kann, um uns da jetzt im Spiel zu halten. Kurz haben wir die ZF-6 des Gegners gesehen, mit der haben wir noch später ein kleineres Duell, aber werdet ihr dann schon sehen. So, wir haben noch 28 Sekunden, bis die nächste Torpedosalve bereit ist und hoffen natürlich, dass wir da jetzt dann auch in Kürze mal anschreiben können mit Torpedotreffern. Ja, und da ist er schon. Der erste Zehner, ich glaube, es war die Colorado, bin mir nicht sicher. Und das nächste Schiff, noch einmal 10.000. So kann es natürlich weitergehen. Genau, ja, war zweimal die Colorado. Und was machen wir? Torpedos sind wieder bereit und wir schauen, dass wir weiter diese Durchfahrt da besetzen. Also es soll wirklich wie ein Engpass sozusagen, eine Engstelle für den Gegner sein, dass er sich einfach nicht traut, da weiter durchfahren.
Wir sehen, es funktioniert. In der Zwischenzeit aber im Südwesten, ist jetzt nicht einmal mehr der Südwesten, es ist mittlerweile der Westen, haben wir eben einen Durchbruch geschafft und jetzt können dann unsere Schlachtschiffe anfangen, da die Breitseiten auszuteilen. Also das wird dann, es kann dann sehr schnell gehen, sagen wir so. Kann natürlich sein, dass nichts rauskommt dabei, wenn man da jetzt ein paar Shatters hat oder einfach nicht gut trifft, aber in der Theorie läuft es sehr gut eben, weil entweder müssen sie sich an unsere Georgia anwinkeln oder ganz zentral haben wir ein sehr gut positioniertes Schlachtschiff stehen oder eben sonst müssen sie achten, dass sie wirklich der Westseite da jetzt keine Breitseite geben und zu allem können sie sich nicht anwinkeln. Die Richelieu versucht da jetzt den Durchbruch. Das kann natürlich alles jetzt ins Wanken bringen und den müssen wir unbedingt verhindern. Ich hätte da sehr gerne auf die Gneisenau eine Salve geschossen, aber eben die Richelieu kann wirklich die komplette Strategie da zunichte machen und darum müssen wir die unbedingt jetzt aus dem Spiel nehmen. Poppen den Rauch, weil wir etwas zu nah gekommen sind, aber das war es definitiv wert. Ja, und mit zwei leichten Treffern haben wir die Richelieu jetzt wieder versenkt. Nach wie vor leider der Flugzeugträger sehr lästig, der malträtiert zwar hauptsächlich unsere Georgia, also unseren Freigeist, aber beim Hinfliegen und Retourfliegen kommt er immer wieder zu uns und das ist natürlich ja, lästig. Vor allem, wenn man Gegner hat, die auch das nutzen und dann entsprechend auf einen schießen. Wir probieren nun, die Georgia am Leben zu erhalten. Build to rebuild, der am meisten OP ja, Skill, den es überhaupt gibt. Das heißt, wenn man, da sieht man, da poppt es auf und jetzt heilt sich, solange ich in der Reichweite bleibe von der Georgia, heilt sich der Freigeist immer wieder zurück auf. Außer natürlich, die Gegner fokussieren ihn ordentlich. Das Problem da sind zwei Feuer, die aktuell laufen. Das tut natürlich ordentlich weh. Und ja, sie schießen trotzdem nicht schlecht auf ihn. Drum, ja, wird's knapp, aber das sind Salven, die Susui auf niemand anderen schießen konnte. Und es zahlt sich definitiv aus. Also wirklich ein Aufruf an alle Zerstörerspieler. Schaut auf eure Schlachtschiffe auch. Die arbeiten dann nämlich, ja, das war jetzt leider ein Pech, die arbeiten dann nämlich die Kreuzer weg, die für euch ein Problem sind. Aber wenn ein Schlachtschiff wirklich unter die 20%-Grenze fällt, schaut, dass in die Nähe fahrt, außer ihr habt was Wichtigeres zu tun, aber es gibt so, also wenig Dinge, die wichtiger sind, als ein Teammate am Leben zu erhalten. Und ja, schaut eben wirklich, dass ihn da möglichst schützen könnt. Da sehen wir auch schon, die Caracciolo versucht da jetzt umzudrehen, einfach um sie auch am Leben zu erhalten. Aber das hat mir der Kollege dann gesagt, dass ja, er leider ohnehin wegfährt, was problematisch ist. Deshalb schauen wir eben, dass wir weiterkommen. Generell ist es auch so, man weiß halt nicht, welche Skillung hat ein Schlachtschiff. Nutzt der Will to Rebuild? Es sollte jedes Schlachtschiff nutzen, meiner Meinung nach, einfach weil der Skill wirklich broken ist. Aber ja, man weiß es nicht. Nicht jeder Kapitän hat die Möglichkeit. Drum, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das jemand macht. Was definitiv ein Problem ist, ist die ZF6, die jetzt kerzengerade Fahrt hat auf unser Cap. Und das Schiff müssen wir unbedingt ausschalten. Die Susuya kann noch zu einem Problem werden, aber die ZF6 ist jetzt ein Problem. Also wieder durch die Mitte, da waren wir jetzt leider ein bisschen ja, dünn aufgestellt in der Partie, aber ist einfach so. Schießen sofort auf die ZF6. Und ja, kassieren einen ordentlichen Hit, teilen aber auch nicht so schlecht auf.
da ein weiterer. Und jetzt sind wir froh, dass die Insel kommt, weil das wäre definitiv unser Ende gewesen. Caracciolo, ganz großartig, hat noch die Susuya mitgenommen. Und wir gehen davon aus, ZF6 ist bis jetzt nur gerade gefahren, wir gehen davon aus, dass sie auch jetzt gerade weiterfährt. Und ja, schießen auf Verdacht unsere Torpedos. Wir haben mit der Kagero zum Glück einige. Es wäre sicher gescheiter gewesen, wenn ich abgedreht wäre, um nicht von der ZF6 getötet zu werden. Das jetzt war ein Glückstreffer zu einem gewissen Grad. Aber ja, ZF6 ist weg. Wir haben die Partie dann noch gewonnen, einfach weil unsere Westflanke zu stark war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt da ein bisschen was gesehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und die Ehre.